Herzlich willkommen zu einem weiteren DLC, was heute beginnt. Und das Ganze heißt Harte Landung und ist vom 28. August 1944. Hans Becker finden und töten. SS-Kommandant Hans Becker führt die Suche nach dem abgeschossenen Piloten an. Er muss ausgeschaltet werden, bevor die Nazis an den Absturzstellen wertvolle Informationen finden. Und wir starten das Ganze. Und das werden wir zu verhindern wissen. Auf jeden Fall. Und damit auch also. Herzlich willkommen, Herr Hoxton. Oh, Dankeschön. Und wir starten. With the Axis grip on France weakened, the Nazis are retreating. We had eyes in the sky tracking their movements, but last night, we lost contact with our flyboys. The word is, they were shot down behind enemy lines. Marie's friends in the French resistance are out looking for them, but they're not the only ones. The Nazis should be on the run, but instead they're hunting our pilots. If I act quickly, there's a chance I can get to them before it's too late. Ja. Und da sind wir. Und wie geil das wieder aussieht. Ist das nicht der Brüller? Guckt mal nach oben, Leute. Boah. Guckt mal nach oben. Die Bäume. Das ist einfach nur... Ist das nur nicht wieder der Hammer, ey? Das Bild gerade hat mich schon so überzeugt. Puh. Ist das nicht wieder der Brüller? Boah. Also das haut mich schon wieder... Da muss ich doch glatt ein Foto machen. Warten Sie mal. Ich muss doch jetzt erstmal... Bleiben Sie mal so hocken. Hocken. Sie sind ein Hocker, verstehen Sie? Voll der Hocker. Warten Sie mal. Oh mein Gott. Moment. Ich wollte, Moment. Stopp mal. Gitter ein und aus. Nee, F1. Mach mal Foto. Psst. Warum eigentlich psst? Ja, weil das soll ja keiner hören. Ach so. So, los, wir gehen mal los. Moment. Bleiben Sie hier. Weil? Karte gucken. Ach, Karte gucken. Da sind wir, da unten. Also wir haben ein paar Meter zu laufen. Da hinten sind wir, da nicht da unten. Rechts sind wir, da. Wir machen mal die Ziele auf Leertaste, dann seht ihr da. Untersuche die Absturzstelle. Den Piloten der Alliierten auf dem Bauernhof finden, den Piloten der Alliierten im Wald finden, den Piloten der Alliierten im Dorf finden, Hans Becker finden und töten. Und dann die Todesliste, Nazi-Spion finden und töten. Wow. Das sieht geil aus, oder? Das sieht hier erstmal harmlos aus. Ich würde mal sagen, wir gehen los. Ja, warten Sie. Weil dann kriegt wieder hier Flutschi hier. Boah, das sieht gut aus. Hier ist wieder Flutschfinger. Ah, okay. Das heißt, soll ich zuerst flutschen? Ja, da wird wahrscheinlich irgendwo einer sein. Machen Sie mal eine Dröhnung. Oh Gott. Oh, der Wasserfall. Oh, Wasser. Alright, let's get this done. Was? Karte öffnen. Ja, ich muss mal irgendwas trinken hier aus den frischen Quellen. Das machen Sie das nicht, ihr habt da gerade... Was? Flutschfinger? Was? Machen Sie das nicht. So, wir gehen mal... Was ist hier links? Na, kann ich hier rüber? Ich weiß nicht. Nee, leider nicht. Ich lasse sich nasse Füße holen. So, wir gucken mal durchs Fahrglas. Oh, das sieht so geil aus. Guck dir das mal an. Was die denn? Brücke da hinten. Da bin ich Leute, da gucken wir... Oh. Ey. Da steht eine Lok drauf. Das erinnert mich an irgendwas. Ja, da ist auch ein Gegner. Waren Sie? Sie sollen mir noch nicht vor der Laterne gehen. Oh. Weg da! Der rennt doch da rum. Und zwar ist es die Infanterie. Und zwar der Helmut Kramer. Der wird alles Nötige tun, um zu überleben, sagt er. Wo haben Sie den denn markiert? Vor der Lok. Hä? Ach, jo! Ja, Augen auf. Das ist, glaube ich, dieselbe Brücke, oder? Ist das dieselbe Brücke? Ja, weil die da auch so einen Unterlauf da hat. Smoke. Gotta be coming from one of the crash planes. Ah. Rauch. Leute. Oh, guck mal, da ist sogar ein Förderturm. Wo denn?
rechts über der Brücke. Das ist kein Förderturm, das ist ein Wachturm. Das ist ein Förderturm, man sieht doch die Förderräder. Das ist ein... Wir gucken jetzt mal. Na? Ja! Ja, die habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, ja, ist klar. Was halten Sie denn mal davon, wenn wir jetzt erstmal hier lang gehen? Hier so. Sag mal, ich habe wieder noch einen. Wieder noch? Oh! Der Gottfried Kunz, im letzten Krieg hat sein Vater Briten und Amerikaner getötet, jetzt ist er an der Reihe. Ich guck gerade, ob hier eventuell so ein... Verstehen Sie? Ja, so ein Flogel. Ja, ein Verrückter. Oh, du verrückter Vogel! Das ist ein Häuskes. Warten Sie mal, ich will das Häuskes machen. Leute, ich guck gerade hier auf dem Turm von der Kirche, aber da hinten ist der... Ist das. Aber wir müssen uns beeilen, denken Sie dran, ne? Weil die suchen die ja auch, ne? Mhm. Aber wir laufen... Sollen wir jetzt erstmal hier rüber gehen? Dann halten Sie davon. Wo denn? Hier. Da kommen sie doch nicht wieder. Na, hören Sie mal. Meinen Sie, können wir aber mal gucken, das könnte sein, dass da der nächste Adler zu fahren. Oh! Oh. Oh, das könnte sein. Sagen Sie es nicht. More smoke. Noch mehr Schmuck! Ja. Ach du Kacke. Aber Sie mal, überall Schmuck. Ich glaube. Ich guck gerade so im Gebirge. Ja, ich guck hier an der Mule. Aber da ist nix. An der Mule auf der Seite ist auch nix. Da sind ein paar echte Vögel, aber das war's aber auch schon. Das sind keine Vögel, das sind Möwen oder Tauben. Möwen! Tauben. Möwen, auf jeden Fall sind es Möwen. Ja, ja, du. So, was halten Sie davon, wenn wir jetzt einfach mal. Warten Sie doch mal. Meistens sind immer diese Orte hier, wo man so durchkieken kann. Habe ich hier noch Fläschchen? 4 habe ich noch. Sie haben 4 Flaschen? Mhm. Okay, also hier sehe ich jetzt nichts. Okay, dann gehen wir mal. Ja, los. Hüsch. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist nicht gut. 32 Schuss. So, wir gehen mal. Also, nehmen wir den ersten Rauch hier rechts im Auge, ne? Ja, ich denke schon. Okay, oh, hier ist wieder Flutschi. Soll ich zuerst flutschen oder wollen Sie? Wir gucken erstmal hier, ob hier nicht Flutschi unten ist. Ich guck auch noch mal. There's the village. Pretty. Ah, super. Hübsches Dörfchen, sagt er. Ja, wir that must be the last plane. Wenn er sagt, das ist das letzte Flugzeug, ja, da weiß ich gar nicht, wo du anfangen sollst, aber da ist das nächste wo die, da ist, ja, ne? Keinen Sinn. Nee, eigentlich nicht. Hat er aber gesagt, hast du gehört. Ja, wollen Sie flutschen oder soll ich diesmal flutschen? Warten Sie mal, ich pack mal eben meinen... Ich flutsch mal. Oh Gott. Ich höre was. Oh, hier ist auch jemand. Den haben wir nicht markiert, den Kamerad. Ja, ich höre ja was. Ich rutsche auf. Der ist aber lang gefahren jetzt gerade. Okay. Jetzt entscheiden Sie, gehen wir links oder rechts? Ich würde rechts. Wir schauen mal auf der Karte. Was würden Sie jetzt sagen, wohin? Ich sag rechts hinter die Ruine. Also rechts. Ja. Okay, dann gehen wir rechts. Moment, stopp. Einmal nochmal nach links gucken, ob da noch einer ist. Oh, scheiße. Ja, da steht doch bestimmt jemand. Ja, da steht einer. Und zwar ist es der Albrecht Maurer, der trinkt jeden Abend, um die Dinge, die er gesehen hat, zu vergessen. Genau, der steht da. Naja, gut, ich meine, die Sorgen muss er sich bald nicht mehr machen. Nee, wenn wir da sind, jetzt nicht mehr. Dann braucht er nichts mehr trinken. Wir sind sozusagen der Problemlöser. Kann man so sagen. Aber wir lassen den erstmal in Ruhe. Was hat die jetzt? Einmal hinter die Ruine. Oh, das sieht so geil aus. Aber wir gehen einmal in die Ruine. Oben gucken. Ja, schauen Sie mal. Ich gehe mal weiter. Ja, ich guck dabei. Ach so, sind Sie. Ja. So, da ist zum Beispiel schon der erste Freund. Ja. Und zwar haben wir da den Erich Volkmann, der will nach dem Krieg Akrobat werden. Naja. Ist ja auch mal eine... Der sieht doch schon ziemlich akrobatisch aus. Den, genau, den Hermann Steiger plant, seine Memoiren über seine Abenteuer während des Krieges zu schreiben. Okay. Oh. Haben Sie jetzt irgendwas gegessen oder haben Sie irgendwas gegessen? Nein, aber wir müssen aufpassen, dass die uns nicht verraten. Nein, die verraten uns nicht. Da ist ein Eingang. Hm. Ach, was mache ich denn da immer? Ich muss doch da drauf drücken.
Ich glaube, wir gehen mal hier lang. Ja. Kommen Sie? Warten Sie. Oh, der sieht mich. Der erste sieht mich. Der. Ich gehe jetzt hier lang. Der Erik. Kommen Sie auch? Oder? Ja, ja, ich bin unser. Oder was machen Sie da? Ja, ich komme. So. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Wir müssen den entweder leise. Ja. Dahin müssen wir sowieso. Und passen Sie auf die Dächerchen auf, ne? Ja. Nicht, ich glaube, den packen wir uns leise. Was halten Sie davon? Sie meinen mit einem Fläschchen? Nein, nein, nein. Wenn Sie so. Oh, da ist noch jemand. Ja, stopp. Und zwar da ist noch der. Gabriel Kellermann. Genau. Will nie wieder eine Waffe in die Hand halten, wenn der Krieg vorbei ist. Das mit dem Fläschchen wäre gar nicht keine schlechte Idee gewesen, aber leider. Ja, leider. Ja. Oder soll ich ihn hierher locken? Ja, warte mal, der sieht mich. Gut. Kommen Sie mal her, ich nehme mal Fläschchen. Ich kann nicht kommen, weil er genau in meine Richtung geguckt. Ja, ist doch super. Jetzt kann ich kommen. Passen Sie mal auf. Ich gehe mal in Gras. Ja, Gras. In den Gras. Schmeiß nochmal Fläschchen. Habe ich auch Flasche? Ich kann ja machen, weil ich habe ja auch genug. Ja. Ich kann auch mal gucken. Oh, ich habe auch 4 Flaschen. Kann ich ja, auch. Ja, ich auch. Passen Sie mal auf. Ich schmeiß mal hier so ein Fläschchen hin. Ja, ja. Passen Sie auf. Mit G, ne? Nein, mit F. Mit F? Ja. Oh. Erst auswählen mit Q. Oh! Ah. Eine explodierende Flasche haben sie genommen. Oh, die rollt hier hin. Ja, das soll er ja auch machen, ist ja auch gut. Toll. Aber bleiben Sie locker. 2 kommen gleich. Ja, super, der sieht uns schon, wenn wir uns bewegen. Nein, der sieht uns nicht, bleib unten. Mit E oder mit F? Mit E, ne? Ich glaube mit E. Hallo. Hey, du. Was? Hm? Hallo? Kommen Sie mal. Kommen Sie mal zu mich. Ui. Ui. Hat er sich wehgetan? Ein bisschen. Warten Sie mal. Soll ich auch mal ein Fläschchen? Ah. Dann passiert. Meinen Sie, der kommt jetzt? Hm. Jo, jetzt müssen Sie aber flöten, ne? Ja, ich schalte um auf Flöte. Ja. Meinen Sie? Ich flöte mal. Ja, das hat er gehört. Mit E, ne? Ja. Hm. Komm mal her. Oh, der rennt aber. Ein Renner. Hör mal. Musste ich ihn machen, weil er an mir vorbeigelaufen ist. Machen Sie denn da? Der ist doch. Darf ich den mal untersuchen? Okay, dürfen Sie gerne. Oder haben Sie den schon? Ne, Sie dürfen den gerne untersuchen. Na, ich finde bei dem hier auch nichts mehr. Wo haben Sie den hingeschmissen? Gucken Sie mal da hinten, das Mühlenrad. Ja, aber ich möchte jetzt erstmal hier lang laufen. Ja, ja, wir gehen erst die rechte Seite ab, ist klar, logisch. Guck mal, hier ist nochmal Gras. Ja, oh, die sind schon, die sind ja. Oh, ich muss Hüsterchen, Moment. Warum? Da mal ein Alka war. Nein, aber nur Hüsterchen so leicht. So, ich gehe mal hier so rein. Ja, rein. Oh, Fläschchen? Nein. Nein, nichts Fläschchen. Nachschubtasche, nehmen Sie die mal. Ja, Nachschub ist immer gut. Nee, keine benutzbaren. Darf ich die dann nehmen? Ja, wenn Sie die nehmen können, nehmen Sie die. Ich gehe mal hier rechts rum. Das ist aber links, wo Sie gehen. Nein, das ist rechts von dem Sichtpunkt, wo ich mache. Das ist links rum. Nein. Na egal. Ich bin wieder im Gras. Hier ist ganz viel Gras. Wir können ja jetzt den LKW so nehmen, wissen Sie? Wir können ja den sabotieren. Mit Ihnen nicht. Aber wir müssen ja sowieso mal gucken. Aber ich wollte erstmal in das Gebäude rein hier. Vielleicht ist da ja einer drin. Sollten Sie vielleicht ja eben, deswegen wollen wir ja mal gucken. Da vorne ist die Absturzstelle. Ja. Ich werde da mal eben kurz mal eben rüberschauen. Da habe ich jemand. Ja. Das ist der Helmut Bergmann, will nach dem Krieg Ingenieur werden. Oh, aber ich habe da noch jemand gesehen. Da hinten läuft er, da. Da ist er auch noch. Da ist. Und zwar ist das der. Der Henry Keller. Schämt sich für die Dinge, die er als deutscher Soldat tut. Ja, ich habe hier auch noch einen, und zwar ist das der Harald Klinsch, der wird seinem Bruder die Kapitulation in Afrika niemals verzeihen. Mhm.
Und dann haben sie wir sind ja schon fast an der Absturzstelle, ne? Na, ja, doch, ich sehe die schon. Sie sind ein bisschen weit vorgelaufen. Nein, Sie mal wieder bin doch nur hier oben. Hier können wir doch ein bisschen gucken. Ja, aber ich will doch erst in das Gebäude da hinten rein. Ja, gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich kann doch nicht einfach so vorlaufen. Was soll denn das? Ja, wir müssen ja die Briefe auch beachten. Dann sicher. Und mach mal hier den Hüpfer. Ja, ich habe auch den Hüpfer. Weil wir können den LKW ja ein bisschen, komm ich hier so rein. Als Sprengfalle. Was halten Sie davon? Ja. Sollen wir das machen? Oh, ich mache eine Sprengfalle daraus. Wir können auch hochjagen. Ja, es ist eine Sprengfalle, wenn einer rangeht, dann. Also hier in das Gebäude kommen wir zum Beispiel schon mal nicht rein. Doch, kommen wir. Was? Wenn Sie mal folgen würden. Ach, da oben hoch oder was? Nee. Ja, hier, hier. Ach so, da. Hier, da ist die Treppe. Ah, eine Treppe. Aber ja, die ist zu, die Treppe. Ach, da oben, ja, doch. Hm. Oh, das sieht wieder so schön aus. Und ist hier wieder irgendwas? Genau gucken. Ja, ja, genau. Vorstellen. Auf dem Boden und überhaupt. Und überall. Außer ein Lämschchen. Oh, warte mal. Hier ist wieder ein Fenster zum Hof. Ich guck mal. Ah, da ist die Absturzstelle. Ja, warten Sie. Ich will aber erstmal alles gucken. Weil diese Fenster und diese Balkonagen, die lassen. Ey, sag mal. Geht's noch? Jetzt öppelt der hier einfach vor meiner Linse. Ich gehe ja weg, ist ja gut. Ehrlich, ey. Habt ihr das gesehen? Ich sag, ich gehe jetzt mal hier einmal kurz gucken und er schiebt sich da mit seinem Pelz an mir vorbei. Jetzt mal ehrlich, ne? Scheiße, ne? Als ob die mehr sieht als ich. Ja, darum geht's doch gar nicht. Ich bin doch derjenige, welcher der hier die Adler findet. Ja. Dann hätten sie den ersten auch schon gefunden. Frau Suppenspecht doch nicht. Aber wissen Sie was? Nee. Die sind doch schon an der Absturzstelle. Warum sollen wir denn da jetzt überhaupt noch hin? Wir müssen da hin. Macht ja keinen Sinn. Und ich würde mal sagen, die erledigen wir jetzt erstmal. Ja, genau. Wir gehen da jetzt erstmal hin. Können wir die Tür hier aufmachen? Nein. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht, wollte ich gerade sagen. Wir holen uns die jetzt. Da, dass hier keine Fläschchen waren. Ja, ich weiß nicht, wir gehen aber oben rum, wo ich gerade war. Das fand ich ganz coole Bude. Naja, wenn Sie meinen. Ja. Ich meine, wir könnten auch den. Was habe ich hier eigentlich in der Hand? Wir könnten auch den LKW ein bisschen manipulieren, dass der rein. Habe ich doch schon. Ach so. Gut, du kannst daraus natürlich eine Lärmquelle machen. Ja. Und dann kommen die von alleine hier hin. Mhm. Wollen Sie es machen? Ich weiß nicht, ob die so weit laufen. Kommen Sie erstmal mittel. Soll ich mal Lärmquelle machen? Nee, kommen Sie mal hier hin. Die stehen ja hier unten. Vielleicht können wir jetzt von hier oben drüben was machen. Ich komme mal rein. Aufpassen, dass Sie die nicht von hinten gesehen werden, machen sie einen weiten Bögen. Von hinten? Hm, da steht nämlich auch einer hin. Sieht keiner von hinten. So, hier sieht erstmal schon mal gut aus. Wenn jetzt hier noch ein Gebüschli ist oder irgendwas. Oh, das sieht schön aus hier. Kann man aber da können sie ja nichts leise machen, ne? Weiß man doch nicht. Ja, sicher weiß ich. Fläschchen habe ich auch noch für die beiden. Naja, ich auch. Aber wir müssen aufpassen. Hier geht's runter. Stehen die hier oben? Doch, da, guck mal. Na, sehen wir schon den ersten Adler? Wahrscheinlich in der Kirche. Da kommen wir auch. Ich nicht. Ah, guck mal hier. Aber bestimmt hier sieht man Adler. Ich komme mal hier so hin, ne? Ah. Oh ja, ein sehr schöner Aus. Ja, oh, da ist Alarm, sehe ich gerade. Wo ist Alarm? Ja, da, wo der Lautsprecher ist. Der Lautsprecher ist nicht unbedingt Alarm. Ja, aber die müssen wir müssen da sowieso hin. Das bringt alles nichts. So, warte, ich guck noch mal, versuch noch mal. Ich hoffe, mich sieht einer. Achten Sie drauf. Ja, wie soll ich das denn? Du siehst das doch nur, wenn ich einer sieht. Da kommen wir auch rein in das Gebäude. Guck mal da hinten runter. Da ist auch noch einer. Und zwar ist das der Heinrich Kreipmann, der will nach dem Krieg in die SS eintreten. Wir müssen den Piloten finden, da ist wieder. Ja. Der ist am Bauernhof, der Pilot. Am Bauernhof? Ja, der hat sich versteckt. Ah, verstehe. Wir müssen praktisch. Da hinten ist der Bauernhof, da so. Da müssen wir hin. Achso, da oben. Ja, da gucken wir gerade drauf auf den Bauern, da wo die Kirche ist. Mhm. Das heißt, wir müssen den hier unten sowieso alle wegmachen. Sollen wir die hochloggen? Ja, ich glaube, die kommen nicht hier hoch. Oder welche? Aber da unten ist ja Gras, ne?
Ja, gut, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich gehe mal da runter. Aber das Problem ist, rechts der sieht sie dann. Und hier, passen Sie mal, da kommt einer gerade. Wenn Sie da jetzt runtergehen, ist nicht schlecht. Der sieht mich doch noch nicht. Doch, doch. Hier unten ist doch direkt Gras. Ach so, meinen Sie das? Ja, ich kann das ja mal von oben im Anspruch. Warten Sie, noch nicht machen. Ich kann ja von hier oben besser einen Flashgun werfen. So, ich bin jetzt im Gras. Ja. Dann flaschen Sie mal. Hier, und zwar hierhin, wo ich bin. Ja, ich werde mal einen Flashgun werfen. Ja, bitte. Was war das? Oh, scheiße, sie haben beide angelockt. Das ist keine gute Idee. Ach, bis der andere da ist, dauert das. Ja, Moment mal. Die laufen auf der Stelle, jetzt kommen sie. Einer kommt schon mal. Wenn er hier vorne ist, pfeife ich den mal an. Komm mal her, mein Freund, hier ist ein toller, hier ist alles gut. Ja, komm mal gucken. Was? Ja, komm zu Papa. Papa. Und dann geht er ins Gras. Ja, jetzt geht er ins Grab. Oh, das war's. Okay, der erste hat sich verabschiedet. Ich kann ja den zweiten nochmal versuchen. Ja, holen Sie mal den zweiten. Wendel, kann man die auch leise wegholen? Ja. Wendel, müssen Sie da nochmal einen Flaschchen schmeißen? Na, ich kann ja pfeifen. Ah, auf die Entfernung, wo ich geworfen habe, weiß ich. Oh, der kommt gerannt. Oh, das ist aber ein Renner, ne? Ja, oh, der rennt. Aber oh, der. Oh, oh! Wuff. Alles sauber. Tja, soll man den dritten da auch nochmal holen? Aber der will ja nur, ne? Der da hinten, ne? Der kommt jetzt. Ah, da müsste ich näher ran. Warten Sie mal, ich mach mal eben. Ich schalte mal eben den Lautsprecher aus. Also, die konnte ich auch nicht durchsuchen, aber das macht er ja, haben Sie gesagt, automatisch, ne? Ja. Passen Sie mal auf, ich mach mal eben den Lautsprecher aus. Denken Sie dran, der Ding ist, der kommt jetzt hier, der. Mhm. Der Henrik. Ah, scheiße, ich habe keinen Bolzenschneider. Ja, dann bleiben Sie im Gras. Oh, kann ich jetzt nicht. Gehen Sie hier vorne ins Gras. Der bleibt hier stehen. Ah, da meinen Sie, ne? Ja. Da so, ne? Beim Flugzeug, ja, ne? Ja. Dann werfe ich da ein Flaschgun. Ja, bitte. Ist da jemand? Mit diesen doofen Fragen. Hallo? Ich pfeife den gleich mal. Ja, wieso kommt er jetzt nach oben? Ja, dann machen Sie den halt. Ja, bald. Super. Soll ich mal pfeifen? Ja, bitte. Nein, nicht pfeifen. Fläschchen? Ja, zu spät. Warten Sie. Ja, ach, jetzt müssen Sie ihn selber holen. Ja, super. Ich bin nicht in Deckung. Na super, jetzt muss ich den selber holen. Ja. Das heißt, ein gezielter Schuss. Ich hoffe, Sie treffen ihn. Move, Monica, before they. Oh, jetzt haben sie alles rot gemacht. Sie sehen vielleicht eine Flachbreite. Ja, was soll ich machen? Habe ich keinen Schalli da drauf oder was? Wahrscheinlich nicht. Na toll, jetzt kommen sie alle hier hoch. Ich verpiesel mich mal hier ins Gras. Da kommt noch jemand, den haben sie nicht markiert, aber der hat sich schon wieder beruhigt. Ich gehe jetzt ins Gras. Ja, da kommt noch jemand, oh, der ist nicht markiert. Da kommt noch jemand. Den habe ich markiert. Ja. Ach du Scheiße. Ich gehe ins Gras. Er hat gesagt, er bringt mich zur Strecke. Er macht mich zur Schnecke, hat er gesagt. Ja. Alle markiert. Ach du Scheiße, da ist noch einer, der ist nicht markiert. Ganz ruhig, lass sie erstmal mir vorbeilaufen. Und zwar ist das der Heinrich Wenz, der will nach dem Krieg Schriftsteller werden. Pass auf, der kommt jetzt gleich hier hin, der erste, den mach ich hier gleich platt. Ja. Muss nur ab, da kommt noch einer hoch, der ist nicht markiert. Ja. Warum schießen die? Ich muss weg! Ja, ich sehe es. Ich liege! Ich hab den Kommunikas vor. Oh, das war der Hans Becker schon. I will get there. Ich werde mich mal eben selber. Ja, beeilen sich. Aua, aua, aua. Ja, müssen wir halt ein bisschen. Ja, warte, ich komm raus und kämpfe. Warte. Oh, nee, das sind zu viele.
Ja, ich bin down. Ja, ich mach schon. Das sind zu viele. In einer besten Position. Ja, hätte Sinn. Scheiße. Oh, ich hab gar keine Schüsse mehr. Oh, das ist nicht gut. Ah, jetzt bin ich kaputt. Ja, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ja, das war absolut schlecht. Ich verblotter. Ich habe auch nichts mehr. Ich habe alles nehmen müssen. Oh, das lag alles daran, weil sie geschossen haben, ne? Ja. Ich kann leider nichts mehr machen hier. Jetzt kommen sie natürlich alle hier zu mir. Na gut, ich knall sie ja trotzdem mal ab. Natürlich, was ist jetzt los? Hä? Ich bin tot! Ach so. Ja, was denkst du denn? Ach so. Ja, Freunde. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.